Servus Freunde und herzlich willkommen zu unserer Zwischenfolge der Draft to Glory. Freunde, ich möchte mich bei euch bedanken für die ganzen Bewertungen in letzter Zeit bei der Pack Road to Glory. Viele schreiben, das ist die Lieblingsserie von mir, hin und her. Freunde, ich bin abnummersüchtig, ich sage es jedes Mal, ich kann einfach nicht aufhören, diese Serie zu spielen. Es macht wirklich, ich bin immer so richtig neugierig, abnormal. Heute ist wie gesagt die Zwischenfolge, ich hoffe euch gefällt das, hinterlässt einen Daumen für mehr. Bevor wir mit den ganzen weitermachen, öffnen wir unsere Sets am besten. Hoppa, es ist immer so, zu Episodenstart eine Non-Rare-Karte. Janusai ist noch da und Morosso, okay. Oh, bitte, ich erwarte eine Non-Rare-Karte wenigstens. Bitte, oh mein Gott, das ist so katastrophal. Dira, scheiß die Wand an. Diamee und Altitor. Ach Gott. Okay, Freunde, jetzt geht es mit dem Draft los. Oh mein Gott, ich bin heftig gespannt. Was nehmen wir denn für eine Ausstellung? Wir nehmen am besten eine 4-3-1-2, mit der bin ich sehr vertraut. Starspieler perfekt, haben wir schon mal Ronaldo. Super. ZOM, oh mein Gott, ja, nehmen wir den hier. Stürmer, okay, ich nehme Müller, Screamy Müller. Da nehmen wir natürlich Dybala. Ich hoffe, wir können wenigstens ein bisschen Chemie aufbauen. Da haben wir schon mal Asamoah für Dybala. So, wem haben wir hier? Ich nehme den Spanier. Ich weiß jetzt nicht, warum ich den nehme. Saul nehmen wir. Ah, deswegen nehme ich ihn. Linksverteidiger. Ach Gott, Freunde. Ich bin so ein Pechvogel. Ich hätte den anderen nehmen sollen. Scheiße, Mann, Freunde. Oh Gott, das wird wieder mal ein Kackdraft, ganz ehrlich. Was mache ich da schon wieder? Fuck. Eigentlich ist es komplett egal. Shit, ich hätte Schmeichel nehmen müssen in der Chemie. Ja, nehmen wir Hart am besten. Ne? Scheiße, das wird alles nichts. Oh mein Gott, Bellerin ist nicht schlecht. Smalling, genau. Da Valencia, nehmen wir Valencia, ich weiß nicht. Nein, schwacher Fuß, ein Stern, dann nehme ich Bolassi. Oh mein Gott. Wem nehmen wir hier am besten? Ich tendiere eher zu Gündogan. Ja, ich bleibe, ja, aber Costa. Ich nehme Costa. Ich nehme einfach Costa, Freunde. Wem haben wir hier? Mertens, ja, oder? Nehmen wir Mertens, was sagt ihr? Ah, ihr könnt ja nicht sagen, sorry Freunde. Nehmen wir Insigne. Ah, genau, da haben wir schon. Da, oh Nani, Freunde, mir ist jetzt aufgefallen, wir haben Fred gehabt und Cordado in dieser Auswahl gehabt und Nani. Unser halbes Team ist da fast drinnen. Gut, wer haben wir hier? Sanchez, ich brauche einfach Offensive. Oh, Freunde, Suarez, oh mein Gott. Haha, wie gut, shit, shit, shit. Und da nehmen wir Onua, ja. Shit, Freunde, eigentlich so von den Spielern her kein schlechtes Material. Ich bin richtig, richtig gespannt, was wir daraus machen können. Freunde, ich habe heute absolut keine Lust herumzuwechseln, deswegen ich beginne gleich so. Sollte ich auf die Schnauze kriegen, egal, Freunde. Ich möchte so schnell wie möglich spielen, weil es ist schon Mitternacht. Und ja, ihr wisst ja, ich will natürlich auch ein bisschen Schlaf bekommen. Ich hoffe, ihr versteht das. Gegner gefunden, super. Schauen wir mal sein Team. Okay, fuck, übertreibt ein bisschen. Pogba, Ronaldo, Messi, in Form Hazard, in Form Alexis Sanchez und diese Legende. Okay, Freunde, das, ja, ich kann mich eigentlich schon leise verabschieden. Oh mein Gott, heftiger Draft, abnormal, wünscht mir viel Glück. Okay, und shit. Fuck, man, scheiße, 0-2 im Rückstand, shit. Okay, Freistoß, wir machen den kurz, wie immer, Freunde, wie immer. Rein, 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 jawohl, 1-1, ich glaube, das ist Asamoah, ich weiß nicht, oder Nani, ich weiß nicht, ich erkenne das nicht, meinen schwarzen Bruder. Oh mein Gott, Asamoah, super schön gemacht. Und jetzt aber, jetzt hinein, 2-1, super gemacht, Ronaldo, jawohl. Sanchez natürlich. Wisst ihr, ich habe immer ein Problem mit solchen Leuten. Ich dominiere diese Freunde und dann auf einmal kommen die einmal vors Tor und wichsen mir eine rein. Jetzt aber, nein, shit. Halbzeit, Freunde, 2-1, ich muss weitermachen. Ich weiß nicht, wie viele Spiele es werden. Let's go.
Jetzt Ronaldo hart drauf! 3, 2, 1, ich glaube, die Geschichte ist gegessen. Erste Runde auf jeden Fall weiter. Schöner Schuss, geballte Kraft, Ronaldo. Jawohl, er hat keine Chance. Das sieht man einfach, mir ist die Chemie scheißegal. Ich kann es auch ohne Chemie. Hauptsache die Einzelspieler, so die passt ein bisschen zu mir. So, Dybala. Der dürfte keine Chance haben. 4 zu 1. Bitte, gib auf. Gib auf. Ja gut, ne? Ja gut, machst halt auf 4 zu 2, aber mehr wird's auch nicht. So, wie machen wir das? Nein. Und das Lustigste ist, ich spiele noch immer mit meinem Non-Rail-Innenverteidiger. Ich glaube, Phil Jones ist das, ja. Mir ist es heute egal. Hauptsache ich gewinne, verstehst du, Bulli? Und Freunde, das nächste, ich spiele die ganze Zeit sehr offensiv. Mir ist es wirklich. Hauptsache ich gewinne, das ist mir wichtig. Und so werde ich wahrscheinlich auch gewinnen. Nein. So, Freundchen, jetzt aber. Ja, 5 zu 2. Ich habe so viele Großchancen gehabt, die werde ich euch wahrscheinlich gar nicht zeigen. Weil ich weiß nicht, wie viele Spiele ich haben werde. Und Asamoah vielleicht nochmal. 6 zu 2. Ja, das ist ein geiler Start in die Serie, Freunde. Ich hoffe wirklich, ihr hinterlässt auch ein Like. Ich werde es wahrscheinlich nicht so euphorisch machen können, weil ich, wie gesagt, ich weiß einfach nicht, wie viele Spiele zum Spiel sind. 6 zu 2 gewonnen. Ronaldo mit einem Hattrick. Gefällt mir. Gucken wir einmal kurz die Statistik aus Interesse. 14-10-5-3. Super. Nächster Gegner. Gegner gefunden. Super. Schauen wir mal sein Team. Okay. Bellerin. Fellaini. Bale. Ronaldo. Neymar. Boateng. Das wird eine schwere Kiste werden, Freunde. Wünscht mir Glück. Ab geht's. So. Fuck. Ich dachte, es ging. Super schön, Freunde, super schön. 1-0, Dybala. Ja, Freunde, ich kann es ohne Chemie, ich weiß nicht wieso. Mich stört das nicht. Hauptsache, ich habe diese Spiele dazu. Dybala, Dybala, komm, 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 nein, nein. Schön gemacht, er muss rein, Freunde. 2-0, Paulo Dybala, Doppelpack. Richtig, richtig geil. Oh mein Gott, ich verstehe es nicht. Ich freue mich. Gefällt euch das? Dann drückt den Daumen. Mir gefällt das. Halbzeit, Freunde, 2-0. Guckt die Statistik. Er hat wieder nur einen Schuss in der Halbzeit gebracht. Ich muss weitermachen. Ab geht's. Schön gemacht, Freunde. 3-0, Luis Suarez. Super. Okay, Freunde, er hat gequittet beim 3-0. Wie geil ist denn das, Freunde? Nächste Runde. So, Freunde, hier habe ich mich wieder kurzfristig entschieden, das Ganze zu einem Zweiteiler zu machen. Aber um es nicht unnötig spannend zu machen, wird er dann gleich später noch kommen. Also ich sitze genau jetzt, wenn ihr das Video seht, an dem Video, das dann gleich, wenn ich fertig bin, sofort online kommen wird. Ich garantiere euch, wirklich, es sind geile Sets und es ist ein Spieler, gegen den ich zum ersten Mal spiele. Also eine Spielerkarte. Seid gespannt. Ich war auch selbst gespannt und ich kann euch nur sagen, es waren mega geile Folgen und ich habe mich schon lange nicht mehr so gut mit einem Draft-Team gefühlt. Ich will nicht allzu viel verraten, Freunde. Schaut einfach selbst rein. Bis später. Ciao.